So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Software Inc. In der letzten Folge haben wir uns um BSG Audio gekümmert und unser erstes Projektteam dafür, dass das alles selbstständig läuft. Wir haben die Leute eingestellt. Am heutigen Morgen sollten die ersten Leute zur Arbeit kommen. Bin ich auch gespannt, ob das alles so läuft, ob die auch ihre Aktionspunkte zusammenbringen, dass wir hier in das Projekt starten können. Klar, wir haben noch ein paar offene Projekte stehen. Wir haben auch unser Betriebssystem erst im Oktober zur Veröffentlichung gegeben, weil wir mit der Entwicklung nicht hinterherkommen. Aber das werden wir schon so nach und nach kriegen. Jetzt gucken wir natürlich erstmal, vielleicht kriegen wir so ein Handy-Betriebssystem auf die Kette, dass wir sowas raushauen können. Oder weitere Spieleaufträge. Da können wir auch gleich mal im Vertrieb gucken. Da haben wir aktuell gar nichts. Digitaler Vertrieb, wie schaut es denn hier aus? 3%, da brechen wir gerade wieder ein bisschen ab. Softwaremäßig ist hier unser Zeug aktuell drin. Den Filter können wir schon mal reintun. Hosting, wir können auch Herstellung mit reinnehmen. Aber haben wir aktuell nichts, wo wir drucken könnten. Geld für Aktienspekulationen haben wir jetzt auch nicht in dem Sinne. Aber mal gucken, was passiert. Brauchen wir auch aktuell nicht umbauen, weil wir kein Geld dafür haben. Es wird sich vielleicht lohnen, für unser OS ein Nachtteam für Programmierer und so einzustellen. Weil die Künstler sind schnell genug, das sehen wir ja, die haben ja auch schon wieder nichts zu tun. Und die Designer kommen, denke ich, die brauchen wir hier gerade gar nicht. Die sind auch am Schlafen, aber die designen ja hier unten weiter. Und wie schaut es hier aus? Entwickeln bitte. Noch 10 Monate übrig, das passt, da sind jetzt auch die Künstler mit dran. 3D, Audio 2D, das passt schon. Viele Industrie können wir aktuell auch nicht wirklich was preisen. Da fehlt uns noch die ganzen Grundkomponenten und Teams dafür. Druckauftrag für Tower Show. Das sind aber normale pro Kopie. 98.000. Firma. Das ist mal eine dumme Frage. Das sind doch nur... Ja, normale Druckaufträge. Akzeptieren. 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 Die sollten wir alle locker raushauen können. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob da schon die ersten Kopien direkt aufs Dach weitergeleitet. Da sehen wir schon. Oh, da oben wird aber ziemlich viel zwischengelagert, oder? Und die bringen auf jeden Fall mehr wie... Okay, die sind, werden beide gleichzeitig befeuert, das finde ich gut. Was haben wir denn hier? Ein Angestellter hat eine formelle Beschwerde eingereicht. Was ist für eine? Es gibt nichts zu tun. Ich mag ein Teammitglied nicht. Ich bin komplett fertig. Ich fühle mich gestresst. Ich muss dringend aufs Klo. Dann geh. 50 Angestellte, wo nichts zu tun haben. Ja, das Debug-Team. Ja klar, haben die aktuell nichts zu tun. Aber die könnten wir, warte mal, zuweisen. Ist hier Audio. Da können wir auch aktuell die Support-Teams mit draufjagen. Oder stresst es die mit dabei? Weil ich glaube, die Aktionspunkte sammelt ja eigentlich unser Leiter. Dann haben die aber soweit was zu tun. Da bin ich jetzt... Alter! Das ist ja genial. Faktor und Flug weg. Traktor, Hubschrauber natürlich. Was brauchen wir? Raus damit.
400.000, raus damit. Wir kommen Druckkapazität 2,5 Millionen. 2005 Transportkapazität haben wir 3.474. Ja gut, mit dem Hubschrauber ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen was Heftigeres. Da sehen wir schon. Die sind schon alle fertig. Die zwei haben wir mit dazu genommen. Läuft. Wir könnten hier auch nochmal ein Review draufhauen. Weil das OS sollte natürlich auch was Bombastisches werden. Da wird natürlich kein Review draufgehauen. Das ist mir relativ latte. Ist ja bloß eine Auftragsarbeit. Aber die sollten wir jetzt dann bald auch nicht mehr brauchen. Und 10. Nachbessern bitte. Was ist jetzt wieder los? Krankgeschrieben. Okay. Das wird auf jeden Fall ein schönes Thumbnail werden. Die Forschung hier fürs Audio läuft eigentlich auch ganz gut. Muss man echt sagen. Und ich glaube, wir bringen hier in der Transportkapazität doch einiges mehr weg mit den Hubschraubern. Wir sind hier auch in der Unternehmensdinger, haben wir jede Menge Sterne. Ton, Büro und 2D. Haben wir Punkte. Und wir werden uns danach in den 3D-Markt wagen. Sind wir nicht auch im 3D-Markt schon vertreten eigentlich? Nö, 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 wir haben bis jetzt bloß 2D, genau. Office 2D, Audio 2D. Na gut, mehr haben wir auch nicht. Wir müssten, warte mal, können wir eigentlich betriebssystemmäßig, was können wir, Betriebssystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, es wären 7 Sparten in der Hinsicht. Betriebssystem können wir Computer und Konsole aktuell. Okay. Aber ich würde gerne auf die Handy-Betriebssysteme warten. Konsole interessiert mich eigentlich in der Hinsicht noch nicht wirklich. So, das ist schon mal soweit ganz gut. Dann lassen wir die nochmal ein bisschen weiter programmieren. Unsere Jungs. Bei dem offiziellen. Oh, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Es gibt nichts zu tun. So, ihr habt doch jetzt alle eigentlich was zu tun, oder nicht? Oder haben jetzt die ganzen Programmierer eigentlich hier hinten aktuell gar nichts zu tun? Warte mal, wo sind die überhaupt alle? Da ist überhaupt keiner da. Achso, die haben alle schon Feierabend, so wie es ausschaut. Oder chillen die hier alle irgendwo? Naja, stimmt, die haben schon alle Feierabend jetzt. So gut wie. Ui, das wird auch noch abgeholt. So wenig. Ja, es gibt jetzt dann schon bald wieder was zu tun, meine Lieben. Keine Angst. Der macht soweit auch ein paar Punkte.
Wir verlieren natürlich aktuell Geld wie Sau. Deswegen hoffe ich jetzt, dass bald einmal hier irgendwas vorangeht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Software. Was ist aktuell das 2D? Verkauf, Verkäufe. Gewinn. Aktive Nutzer. Dann wird das hier. Preisänderung. Das gibt es noch für 19 Euro. Das hat überhaupt keine Nutzer. Kriegt trotzdem einen Preis von 19 Euro. Vielleicht gibt es da nochmal einen kleinen Aufschwung. Da ist das Neue in Bearbeitung. Mach mal 59. Und hier können wir auch mal einen Preis ändern. Auch auf 59. Das Tonprogramm. Ist eigentlich das, was aktuell am besten läuft. Was für 69 rausgeht. Es hat auf jeden Fall alles schon mal Gewinn gemacht, das ist schon mal positiv. Aber wir könnten eigentlich das Marketing können wir eigentlich auswerfen. Fürs Audio bzw. fürs Office Marketing raus. Kostet uns alles ein Schweinegeld. Keine Fehler, raus damit. Schwein, haben wir gutes Geld verdient damit. Das ist noch in Arbeit, das ist in Arbeit. Marketing fürs OS bleibt. Da könnten wir jetzt eigentlich da mal eine Veröffentlichung raushauen. Wir könnten auch mal auf einen Hype gehen. Wo ist mein Marketing-Team 2? Da. Dann können wir hier mal noch einen Review noch mal draufhauen. Ich möchte, dass das echt ein Bombenprogramm wird. Dann könnten wir eigentlich mal eine Presseversion soweit rausgeben. Schauen, was passiert. Hat eine Pressemitteilung zu BSG OS One verschickt. Die Zielgruppe weiß nicht wirklich, wer BSG Software ist. BSG wird derzeit entwickelt und es ist top aktuell. Sie haben ein Video genutzt, um ihr Produkt zu zeigen. Und es hört sich großartig an. Es ist geplant, Oktober 94 freizugeben. Ja, das ist natürlich auch immer noch eine sportliche Nummer. Muss man echt sagen. Aber gut. Da haut er bitte auch nochmal was raus. Das ist jetzt auch bald durch. Aber jetzt müssen sich unsere Leute mal knallhart auf unsere Programme konzentrieren. Los, dann entwickeln mal das Ding. Der 2D für 95. Das Programm kommt 95 raus und das würde ich sagen im Mai. Hoffentlich wird es was. So. Wir haben hier wieder Aufträge.
216.000, hopp, raus damit. Die Serverauslastung sieht wie aus. Wow. Entwicklung hier ist noch alles null, das ist klar. Aber hier nur 5,75%. Gut, wir sind 94, da war das Ganze noch nicht so verbreitet, aber es kostet uns wahrscheinlich auch ein Schweinegeld. So, was haben wir jetzt noch hier? Da war unser Review. 9,4. Das ist schon mal perfekt. Da kommen wir schon mal in die richtige Richtung. Bei der Forschung läuft es auch. Ah, dann meldet euch halt alle krank. Aber wir sehen, wir machen jetzt schon deutlich weniger Minus, weil wir die ganzen Marketing-Teile weg haben. Marketing hat uns halt ein Schweinegeld gekostet, muss man wirklich zugeben. Ja, ich weiß, dass ihr momentan echt nichts zu tun habt, aber es kommt schon noch die Zeit und dann läuft, wenn es richtig anläuft, hoffe ich, dass wir das Problem nicht mehr haben. Druckaufträge. Zack. Sofort mit durchjagen, bitte. Hat ein Bild für BSG veröffentlicht. Schauen wir, was sie zu bieten haben. BSG Software ist nicht sehr bekannt in diesem Markt. Wir haben noch nicht wirklich vom BSG OS One gehört. Es sieht toll aus und es hat alle neuen Funktionen. Es wird jeden Moment veröffentlicht sein. Oh oh. Ich bin noch nicht mal im Bugfixing, liebe Leute. Aber gut, wir haben hier Support-Teams, die dann knallhart dafür kämpfen müssen. So, Sie haben die Forschung für Audio abgeschlossen. Wollen Sie ein Patent für 50.000 Anmelder erfordert? Service-Mitarbeiter mit der Rechtsspezialisierung Stufe 3. Jawohl, möchte ich. Zuweisen bitte. Wo ist mein Patent, Fritze? Patentrecht und Chor. Genau, passt. Ja, Leute, ist mir jetzt gerade egal, ob ihr euch beschwert oder nicht. Ich möchte jetzt meine Programme durchkriegen. 2D muss raus, der interne 2D, der muss auch noch durch. Obwohl jetzt eigentlich mein Design-Team gar keine Probleme haben sollte. Das da stresst mich ein bisschen. Dass da nicht wirklich gerade was vorwärts geht. Ist es, weil ich meine Teams irgendwo anders zugeordnet habe? Kann natürlich sein.
Drucker 2. Ne, du willst eine Konsole haben, sehe ich das richtig? Keine kompatiblen Produktionslinien. Okay, dann. Sorry. Nehme ich dich nicht an. Wie sieht es überhaupt mit unserem Geld aus? Eigene Aktien. Nicht öffentlich gelistet, das finde ich auch gut so. Ja, warte mal, das sind ja gar nicht unsere Aktien, das sind die von. Doch. Ach doch, die habe ich gekauft, genau. Warte mal, Einzelheiten. Die machen die wenigstens plus. Oh, nö, nicht wirklich. Private Investoren für 2 Millionen könnte man noch mal ein Stückchen kaufen. Aber aktuell ist das, glaube ich, nicht so eine kluge Idee. Und wir verkaufen von uns definitiv nichts. Aber wir haben ja hier auch noch jede Menge Geld drin. Wenn es jetzt hart auf hart kommt, ziehen wir hier das Geld raus. Hier sehen wir schon über 1,5 Millionen an Zinsen. Dezember 97 wird hier irgendwas. September 94 kommt das hier raus. Diese 3 Millionen. Das könnte uns auf jeden Fall dann schon mal einen Arsch retten, ein bisschen. Das ist richtig doof. Wir kriegen das Programm gar nicht raus. Zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist auch nicht so geil. Mai 95, passt es dann? MMD-Buggen. Komm. Wurscht. 95, ja. Das wird wahrscheinlich nicht so geil sein, durch das, dass wir hier. Ja, dachte ich mir doch. Die Follower geht runter, weil halt unsere Teams einfach nur wieder verschoben haben. Beziehungsweise wir. Was? Auf 0 Follower. Also das war jetzt eine sehr, sehr, sehr schlechte Idee. Habe ich gerade das Gefühl. Aber vielleicht kriegen wir sie wieder hoch. Sind die fertig oder sind die nicht fertig? Doch, die sind fertig, veröffentlichen. Hau raus, die Bude. Ihr schreibt bitte gleich noch mal eine, die wir brauchen, und wir geben noch mal eine Presseversion raus. Dann haben wir das Review auch gleich durch. Hoffentlich passt das dann wenigstens schon mal. 10 von 10, das ist perfekt. Bitte hier nehmt ein bisschen mehr Kohle, für das, dass er gerade nichts tut. So, dann brauchen wir jetzt hier kein Review mehr. Das geht jetzt komplett durch und wird dann einfach in Bugfixing-Bereich geschoben. Das hier ist auch schon so gut wie in dem Bereich, wo es hin soll. Wir hauen quasi im Mai beide Programme raus. Der neue 2D-Editor direkt zu unserem Betriebssystem. Da könnte man allerdings auch mal ein Review draufhauen, wie das ist, dass die nachbessern können. So, wie schaut es aus? 9,7. Ein bisschen nachbessern, meine Lieben. Wenn es dumm geht, rutschen wir jetzt ins Minus. Ich fühle mich in meinem Team unwohl.
Ich hasse es, nachts zu arbeiten. Wer arbeitet denn nachts, bitte? Sind wir Teams, wo in der Nacht sind? Tag. 1 Nachtschicht. Oh ja, Hammer. Warte mal, das können wir aber doch lösen, oder? Wir haben doch hier dieses, nee, nicht dieses Ding. Das da ist es, Angestelltenboni. Firmenweit zurücksetzen. Lebensversicherung, Krankenversicherung, Angestellten, für... Wo sind denn Entschädigung für? Angestelltengehälter zwischen 18 und 5 Uhr erhöhen. Weihnachtsbonus gibt es 25%. Legt eine Mindestgehaltserhöhung für die jährliche Lohn. Aber wir könnten jetzt hier mal so noch ein bisschen was dazugeben. Vielleicht bringt uns das ein bisschen was. Beziehungsweise nicht wirklich, wer es ist. Und im Mai. Warte mal, dahin müssen wir. Was, die 3 Millionen, wo sind die? Wird die bekommen und gleich wieder rausgefeuert? Nee, jetzt, oder? Mein Geld ist weg. Wir hätten doch jetzt im September die 3 Millionen rauskriegen sollen. Wow, das wurde nochmal gut zurückgesetzt hier. Deswegen machen wir ja die Reviews. Für 10.000 Nutzer. Boah, jetzt wird's aber dann richtig heavy. Aber komm, wir lassen mal den Support mit drin. Dafür steigt's bei uns überall noch, weil wir überall Support anbieten. Na gut, wir können notfalls immer noch Geld rausnehmen, einfach aus dem Pool. Wenn es hart auf hart kommen sollte. Hau raus, die Kopien. Die können wir auch mit raushauen. Gut, okay, wir machen es jetzt anders. Jetzt kriegen die wieder eine Auftragsarbeit, dass die irgendwas zu tun haben. Eine Webseite, was brauchen wir dafür? Eigentlich alles. Künstler und Designer. So, dann hauen wir die jetzt raus, oder? Arbeit annehmen. Fähig als ein Level 1 Netzwerkprogrammierer. Möchtest du wirklich fortfahren? Was? Hab ich nicht? Ich hab doch Netzwerkprogrammierer. Core Design Kunst. Die Programmierer natürlich bitte mit rein. Jetzt hat Hammers. Dann sollen sie das halt nebenbei durchjagen, dass wir wenigstens unsere Kosten reinkriegen. Und die Leute ein bisschen mehr zu tun haben. 300.000, raus damit. Ja, wir haben jetzt ein bisschen finanzielle Problemchen, muss man mal sagen. Oder beziehungsweise halten wir uns gerade so über Wasser. What? Deine Firma hat Schulden. Du hast bis zur 0 Uhr Dezember 94, um deine finanzielle Schuld zu tilgen. Gut. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die neue Investition unseres Gebäudes zu früh kam oder nicht. Aber ich würde jetzt mal knallhart sagen,
Wir holen jetzt mal 5 Millionen raus. Wo hat er die jetzt raus? Weil die stehen ja noch hier. Wir haben jetzt erstmal 5 Millionen. Warte mal, wir nehmen... Das Zurückziehen von 5 Millionen kostet sie... Ja. Ah, das haben wir jetzt hier rausgenommen. Okay. Aber jetzt haben wir wenigstens 9 Millionen auf dem Konto. Ist ja egal. Ein paar Zinsen verschenkt. Aber wir haben wieder Geld. Und können weiter entwickeln. Das da unten läuft auch. Nebenbei. Hier werden wir jetzt dann hoffentlich gleich in die... ins Bugfixing gehen. Bei unserem System. Dann haben wir da nämlich auch noch genug Zeit. Hoffe ich zumindest. Da, ah, guckt mal her. Unser Projektteam entwerfen BSG Audio 1-2. Der Bund ist natürlich ein beschissener Name, Entschuldigung, aber gut, machen die schon. Kann ich das umbenennen zufällig? Nee, kann ich nicht. Aber die haben hier die Punkte gemacht und fangen jetzt schon mal an mit Design und allem. Es gibt doch kein Release dafür und es ist noch nichts in der Entwicklung, aber sie arbeiten dran. Das ist doch schon mal geil. Hier werden wir, denke ich, in der nächsten Folge ins Bugfixing gehen. Da machen wir nächste Folge gleich Review drauf. Und schauen, dass wir den Auftrag hier unten durchbringen, dass wir Geld verdienen. Und unsere Leute ein bisschen mehr zum Arbeiten motivieren. Aber ich hoffe... Ihr hattet jetzt auch ein bisschen Spaß, war ein bisschen turbulent. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob sich die Investition in unser eigenes BSG Audio Gebäude samt Team bis jetzt gelohnt hat. Müssen wir abwarten. Aktuell haben wir finanzielle Rücklagen. Ich hoffe, dass unsere neue Software uns wieder Geld in die Kasse spülen wird, dass wir weitermachen können. Kann natürlich auch zur Fehlentscheidung geführt haben, das Ganze, aber das werden wir rausfinden. Euch jetzt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.